Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Draugen. Ja, ich habe jetzt tatsächlich mal einen Tag Aufnahmepause eingelegt, obwohl das werdet ihr wahrscheinlich gar nicht merken, wenn ich die Videos zurechtgeschnitten habe und dann auf YouTube veröffentliche, wird euch das wahrscheinlich gar nicht auffallen. Aber der Punkt ist, ich musste jetzt tatsächlich mich ein bisschen selber spoilern wegen dieser Geschichte hier. Bornmörder, Kindermörder. Ja, ich weiß, es ist albern, weil es ist nur ein Spiel und so, aber sorry, das ist, da kann ich so gar nicht drauf. Das trifft bei mir einen Nerv und da bin ich fies für. Also sollte das mal in einem Spiel vorkommen, dann ja, habe ich auch keinen Stress damit, das einfach abzubrechen, weil, okay, komm, genug gesehen, Striptease. Es wird hier noch ein bisschen fieser in dieser Richtung, aber es stellt sich jetzt nicht am Ende heraus, dass wir, die wir die Hauptfigur spielen, halt eben der Kindermörder sind oder irgendwas. Gehen wir mal weiter vor. Born means child. And murder, that's... Child murder. Edward. They murdered a child? Someone thought so. Probably the same someone who vandalized the store. Ja, schon möglich. Sure how I feel about being in here. Don't be ridiculous. We're all alone. What else do you suggest we do? Tja, wir könnten zumindest erstmal die Tür aufriegeln. Das habe ich vorhin schon gesehen. Jetzt sollten wir da auch problemlos rauskommen. Ja, okay. Alles klar. Wir haben hier zwei Räume und ja, also in den vorderen müssen wir wohl. Da haben wir beim letzten Mal durchs Fenster gespäht. Und die und Bettys Hut entdeckt, was immer das auch soll. Dann gehen wir doch erstmal jetzt hier nach da hinten. Okay. Ein kleiner Hinterraum. Okay. Was ist hier drin? Ein kleiner Wandschrank. Ah. What are you doing? Looking for keys. Your life of crime continues. There's a note. Is it written in Viking runes? Oh. What does it say? It's from Simon. Jack put it? Jai put it means I put. Nurkel is key. Ah, okay. Casa. In. Casa. I don't know what that word means. You put the key in casa. The casa. I wish I had my dictionary. Du, the note was addressed to his father. So the key was moved. But where to? Somewhere safer or more convenient. Can we really trust your translations? You only started studying a month ago. I spent the summer reading, and I had a lot of free time on the ocean voyage. Come on, how much could you possibly pick up in a few months? You know my mind, it's a sponge. Okay. Aber ganz ehrlich, dafür brauchte ich noch nicht mal einen Übersetzungsbuch und ich spreche nicht ein Wort. Ja, nicht ein Wort. Logisch. Oh, was haben wir denn hier? Till Simon Frau. Ach, guck mal, da ist noch, ist die Welt noch in Ordnung. Ja, eine Kinder, wieder eine Kinderzeichnung. Da ist der Telegraph. Oh, guck. Why hasn't it been fixed? Perhaps there wasn't much demand for it anymore. Hm. Okay. S. O. S. Was machst du da? Was tust du da? Was ist hier? Oh, da ist boy. Es. If only this thing worked, we could order a boat to come get us. Or, even better, order some hot grub. Was ist hier passiert? Was sind das alles für Linien? Okay. Haben Sie damit in Kontakt gestanden? Wohl kaum. Denn Norwegen ist hier, scheint hier nicht hochfrequentiert zu sein. Okay, Telegraph oder Telefon. Oh, stellt euch das mal vor, ihr hättet kein Telefon. In der heutigen Zeit ja völlig ausgeschlossen, kein Mobiltelefon mehr zu haben. Und hättet nur halt eben, naja, diese eine Telegrafenstation, wo ihr jemand Fremden diktieren müsst, wem ihr was schicken wollt. Oh, okay, tja, also Facebook und Co., das nennt man eine verschlüsselte Botschaft. These were never sent. How long have they been piling up? I received Mrs. Fretland's letter in June, and they received my letter from July. A couple of months.
Perhaps the world forgot about Grovik. Weiß ich nicht. Er bemerkt, dass da mindestens 10 alle sind verkehrt, aber an diesem Ort gefangen. Wie passt denn das alles zusammen? Ich meine, wir haben ja jetzt schon rausgefunden, ist da was hinter der Tür? Wir haben ja jetzt schon rausgefunden, die Bewohner sind weg, wo auch immer. Wir haben herausgefunden, es gab da dieses Minenunglück, aber das ist schon 20 Jahre her. Kassa. Kassa. So that's what it means. Cash register. Ja, Cash Register. Aber ich meine, okay, jetzt mal von dem hier abgesehen, es sieht hier doch noch recht ordentlich aus. Also es sieht nicht so aus, als ob halt eben die Bewohner bereits seit längerer Zeit weg sind, sondern ja, als ob es gerade eben passiert wäre. You're a genuine gangster now, old fruit. Ja. Don't worry. If you get busted, I'll come visit you in the big house. Das ist nett. Geld, Schlüssel. Wir brauchen nur den Schlüssel. Isn't there supposed to be a key? Here it is. Ja. Take it. Das Geld brauchen wir nicht, ne? Oh, ach so. Hätten wir das schon finden sollen? Scheint nicht so. Genau, das Geld brauchen wir nicht. Guter Junge. Immerhin das. So, lass mich raten. Dieser Raum ist abgeschlossen. Na, ja. Okay. Ach. Ich liebe ja immer noch diese Aussicht, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Ja, da ist er. Ich weiß, können wir erstmal reden? Hm? Nothing. Oh, ne? Ich mag sie. So, und hier haben wir es jetzt wieder. Bettys Hut. It is her hat. Teddy, I'm not Betty sure was that's... Betty here, and not long ago. Okay, but if that is her hat, what's it doing in a locked storeroom? Another breadcrumb. That's not an answer. I know for sure she was here. That's what matters. You know best, Edward. So, what now? If this is a breadcrumb, where's the next one? There must be a reason her hat's in this room. Tja, wer hat es hier hinterlegt und warum? What's that? A handwritten note. I'm not blind. What does it say, you silly goose? It's hard to read. I'm not sure my translation will be... Johann, you... Nectar. Refuse. You refuse to speak to me, so I write this letter instead. It's from Frederick Fretland to his brother. Simon did not... Bloody hell. Simon did not murder your Ruth. He was fond of his cousin. Ruth? Ruth is the daughter of Anna and Johann, which means the little girl in the photograph at the farmhouse. Mm-hmm. Oh, Edward. The Fretland girl was murdered. This is simply awful. Simon was working at the farm while I tended to the store. I would have seen him had he passed on the way up to the cliffs. They thought Simon killed Ruth. His own cousin. Ruth was... What's that word? Playing. Ruth was always playing on the rocks below the church. She must have fallen by accident. The note ends there. Frederick never finished it. And Johann never read it. Not that it would have made a difference. If Johann thought... The mob showed up for Simon. His father would have tried to protect him. September 17th. Mm. You would have been here, Betty. Rocks below the church. Isn't the church right above us? Edward, come look at this. That's the cliff. Right there. The one in the note? I bet you a million clams. Where? See for yourself. I guess that could be where. Let's check it out. No, Lissy, wait. Doch, ich finde, wir sollten auch nachsehen. Unbedingt. Also, okay, diese beiden Brüder. Die Geschichte begann damit, dass die Zwillingsbrüder haben Zwillingsschwestern geheiratet. Okay. So, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann ist das irgendwie aus dem Ruder geraten. Da war die Geschichte mit Verräter, da ist hier die Sache mit Kindermörder, da war die Tochter wohl ums Leben gekommen ist. Ob es jetzt ein Unfall war oder nicht,
weiß ich nicht. Das ist so, keine Ahnung. Und dann ist hier noch die Liste mit Verräter. Also, puh. Ja, lass uns weiter nachforschen, was hier mit den Leuten passiert ist. So, warte mal, nach rechts, nicht wahr? Ja, ja, ich komme. F drücken und ich weiß, wo sie ist. Ja, ja. Komme. Ich sehe mich hier nur noch ein bisschen um. Doch. Ja, 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 ich komme ja. Ah, ich würde mich gerne hier nur noch ein bisschen... Oh, hallo. Ja, sie ist fix. Hier kommen wir nicht hinein, okay. Ich finde auch, wir sollten gucken, was hier passiert ist. Ich meine, dass ihm das nicht verdächtig vorkommt, das... Ja, ja, ich sehe schon. Nein. Genau. I don't know about this. Whoopsie Daisy. Whoopsie Daisy? Ernsthaft? Das ist peinlich, Junge. Peinlich. Oh. Außerdem müsste dich allein dieser Ausblick als Maler doch interessieren. Oh mein Gott. What is this? Where little Ruth died. You're being morbid. And this is a distraction. I'm here for Betty, not because some girl let herself. You insensitive brute. You're like the Tin Woodman, no heart. You've grown cold and mean in that horrid study of yours. With only books and bugs to keep you company. Please look at me when I'm talking to you. Das ist so cool. Das gibt's ja nicht, das macht sie. As I was saying, you've grown cold and mean in that horrid study of yours. With only books and bugs to keep you company. For years and years and years. There are other people in this world, you know. It's not all about you. You're going to do this. If not for Ruth, then for us. We're going to figure out what happened to the poor girl. Together. Das sehe ich ganz genauso. Absolut. Das ist, wir sind schon viel zu tief in dieser Geschichte drin, als dass wir uns noch da heraushalten könnten. Und auch, warum? Ich meine, wieso? Also so ein bisschen ist es hier die Alice oder Lissy, wie er sie nennt. Ich weiß nicht, ich hatte ja schon mal den Verdacht, irgendwie gehört sie nicht wirklich hierher. So, ja, weiß ich auch nicht. Als ob sie keine echte Person ist, weißt du? Und ja, mein Verdacht bestätigt sich, weil sie ist so ganz anders. Sie ist so im Grunde das genaue Gegenteil von Edward. So, sie ist verspielt und draufgängerisch und ne, so auch ein bisschen kindlich und so. Ach du Scheiße. Und er ist halt eben, naja, so. That's been here a while. Didn't you say it happened over a month ago? You'd think her family would have replaced it with fresh flowers. Moment, das ist aber doch super, weil sich dadurch eingrenzen lässt, wann die Leute hier verschwunden sind. Also etwas mehr als ein Monat. Blood? A girl could have hit her head on that rock. There would have been plenty of blood. Oh Gott, it's awful. Oh, wie furchtbar. I think there's something behind it. Can you move the rock aside? Ja, lass uns, mach ich, aber lass uns mal gucken. Fall, far enough to crush the girl's skull. Oh Gott. Sounds hardened. What? Oh, you're hopeless. Schaden? Something struck this bush. She must have landed on it when on her way down. That's ghastly, Edward. Was ist denn los mit dem? Ich meine, ja, der ist sehr analytisch unterwegs und Empathie ist jetzt nicht seine Stärke, aber hallo? Es lohnt sich auch ein bisschen auf seine Begleiter zu achten. Da ist ein Stück einer Puppe. It must be Ruth's. Where's the head? Maybe the killer also decapitates dolls. Das. This pin. This is old. Very old. Looks like something from the Viking era. We are in the land of Vikings.
This could be 1,000 years old. It does not belong in a child's doll. Who cares? Ruth is dead and you're obsessing about a rusty old pin? Let's go further up. Maybe we'll find more clues. Yeah. Come on, old sport. It's not far. Wie lege ich sie jetzt wieder? Wait just Achso. 1 minute so okay. that I can catch my breath. Weg ist sie. You follow the same path, Betty? Or am I just stumbling through darkness? Wie auch immer, es spielt keine Rolle. Es ist egal. Die Leute sind hier verschwunden. Ein Kind ist gestorben. Natürlich gucken wir danach. Von da oben, nicht wahr? Kommen wir hier auch hoch? Ach, er atmet schon wieder schwer. Nee, geht nicht. Ja, 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 wir machen ja eine kleine Pause. Erfreu dich ein bisschen an dem Anblick und das ist traumhaft schön. Postkarte, sage ich nur, Postkarte. Oh, okay. You can see clear beyond the edge of the world. Wo bist denn du? Right, it is awfully chilly. Where are you going? Was? Ich weiß nicht, wo bist du denn? Ach, da bist du. Oh, hab dich gar nicht gesehen, sorry. As I was saying. One. Oh, Teddy Bear. We need to take you out walking more often. So, the girl fell from up here. Was pushed, you mean? Naja, das Can wissen you see wir nicht. She fell? Wir wissen nicht, ob sie wirklich gestoßen wurde. Da ist die Felsnase. Wenn wir runtersehen. Erstmal das. She fell head first on that rock. She'd have died instantly. Edward, honestly. You wanted to learn more. This is you learning more. She hit her head and fell into the bush where I found her doll. Happy now, Alice? I'm not. What was she doing up here in the first place? Playing? She was a child. Children play in dangerous places. There must be more to it. Let's find out where this path leads. No, absolutely not. I don't have time for this nonsense. We're running out of daylight and Betty's still... Ach, jetzt komm, vergiss es doch. Still out there. Ja, wir werden sie schon finden, keine Sorge. Und außerdem diese Sache mit Kinderspielen und so. Oh ja, oh guck mal hier, da. Nee, es ist da wohl nur, tatsächlich nur Schmutz. Ich dachte erst an Kreide oder so. Aber das ist als Kind, hallo. Boah, ich hab oft an Lucy, Orten gespielt. Slow down. Ja, ja, ja. I can't keep up with you. Who knows what's up there? It's not worth the risk of falling and Ach, jetzt komm. Breaking something. Stell dich nicht so an. Lucy? Are you there? Also, ich habe oft an Orten gespielt, wo meine Güte, also das ist jetzt heutzutage völlig undenkbar. Also ja. Und naja, gut. Ja, es hat gibt natürlich auch Unfälle. Es gibt immer wieder Unfälle und jeder einzelne ist furchtbar und schrecklich und hat Oh mein Gott. Teddy. My word. Look away, Lucy. Is this what happened to the villagers? They killed themselves? It's one body. Let's not jump to conclusions. What about those fresh graves at the church? There were at least half a dozen of them. Did everyone just die? They're not necessarily connected. Oh, come on. Ugh, this is just ghastly. What made him do this? Das ist eine Nachricht. From the state of the body, perhaps a couple of weeks. It depends on temperature and humidity, of course. Oh Gott. Wie furchtbar, Hinrichtung. Was he executed? He could have kicked the chair away himself. Ja, schon möglich. What does that say? God forgive me. Don't suicides go to hell? Isn't that what your father said when Stop. Your mother Don't. Drowned herself? Sorry. Oops. Haben wir da gerade ein Stück von Edward gesehen? Von dem echten Edward? Oh Gott, der gehängt. Ruth? Wieso Ruth? Der, was? Who was he?
One of the Fretlanders? It's not Johann or Frederick. And he's too old to be Simon. Hmm. Ruth? This is mit Ruth. Do you think this has something to do with Ruth? Maybe she came across the hanged man before she died. And it scared her. So she ran, yeah. And... This happened later. There's some consolation in that, I guess. Maybe it's the killer. The guilt ate him up and he offed himself. That's just speculation with no basis in fact. There's nothing more to do here. Doch. I'm going back. Doch. Let the poor soul rest in Nein. Peace. Does it look like he's resting in genau. Peace? Genau. Richtig. Absolut richtig. You're just going to leave him hanging? You're an insensitive brute. I'm here for Betty. This is... It's tragic, but really none of my concern. Betty, Betty, Betty. Always just Betty. You don't care about anyone else. What if that was me up there? Would you care then? All you do is obsess over a scarf and a hat and... Ugh. It's all I have of Betty. Betty, there she is again. Edward, the hanged man, he's someone. No matter what he did or didn't do, he deserves respect. Yeah. Would you please just do this one decent deed? If not for me, then for yourself. Or for your Betty. Sie hat so verdammt recht. What are you doing? You can't just pull him down by his legs. Try loosening the noose. I can't reach that far. Klettern. Jetzt bitte, tu's. Tu es. Tu es einfach. I'm going to be sick. I can't do this. Yes, you can. Teddy. Edward. I know you can. You've been through much worse. Was? Warte, 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 warte. You've been through much worse? Noch ein Stück von ihm? Sehen wir gerade noch ein Stück von ihm? Oder erfahren? Fretlands, Edward. It's been 2 days. If they're not back tonight... They're not coming back. Perhaps they left after their daughter died. Was murdered, you mean? Isn't that what we think happened? Tja, das wissen wir nicht. Ob Mord... Er glaubt, das ist eine einfache Lösung. Penny for your thoughts? Ja, 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 ja. Lass mich erst mal gucken. Ja, ich fürchte, es ist eher Unfall Perhaps gewesen. She fell by accident. So you don't think it was murder? It's difficult to say with any certainty. Yeah. The boy could have pushed her. You're really not helping. Can we talk about this tomorrow? I'm sorry. You're exhausted. I buried a corpse today, Alice. I know. I'm sorry. Why don't you sleep in the guest bedroom? The couch is fine. The Fretlands could still come home. All right. Just don't come crying to me if you wake up with a crick in your neck. Hm. I'll be up for a while, if you feel like talking. Die ist schon eine Süße. Ja, und du hast so verdammt recht, das würde ich dir gern sagen. Du hast so verdammt recht mit allem. Seine Obsession hier für seine Schwester, für Betty. Ach, guck mal. Bla, 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 was? Kann ich nicht lesen. Was steht da? Bla, Blay, irgendwas mit Blading? Keine Ahnung. I really thought I'd find Betty today. Ach. Well, I told you not to get your hopes up. I mean, we just got here. It's a big place. Ja. She could be... Anywhere? It's just the thought of her alone out there. Wer sagt dir denn das? She's a tough cookie.
You're Betty. Tougher than you, teddy bear. That she is. Hm. Sie wird schon auf sich aufpassen können. Man kann den Leuten durchaus mal was zutrauen. Okay, du sagst, dass ich kann gerade auch gar nichts anderes machen. Du sagst also, das ist für dich okay, hier zu liegen. Die ist, vielleicht habe ich nicht genug aufgepasst, aber Zeitungsausschnitte, aber wie hängt das zeitlich zusammen? These headlines make more sense now. Hm. Johann sells his share and the cave-in occurs shortly thereafter, killing three people. Including the younger brother. The investor pulls out, leaving Frederick with the bills. Oh, I feel awful for everyone. Losing a brother? Losing the business? There were no happy endings here. Nein. No happy endings. Kommst du klar? Da ist es nochmal. Ja. Die Fretlands, die Mine. Johann and Frederick Fretland. Thick as thieves. Before things took a turn. Don't you always say that much of our pain is self-chosen? I wonder about that. Hm. Ja, es ist oft schwer zu sagen, ne? Stimmt wohl, aber wir machen uns nur zu gerne das Leben selber schwer. So the brother who owns the store was angry with Johann before Ruth. Because of the mine. It all comes back to the mine. Yes, it all comes back to the mine. Was ist mit der Mine? The mine must have been a big deal for Greywalk. Grovik. An opportunity to do more than live hand to mouth. What a blow it must have been to lose it all. Hm. Ich mach mein Nickerchen, du. Sieht ja nicht so aus. Oh nee, wir müssen die Puppe doch nicht schon wieder anfassen, oder? Oh, guck. Das heißt doch, wir könnten ihr den Hut platzieren. Ja, siehst du. What are you doing? Betty will want these back. I don't think it's healthy. Not now, please. I'm exhausted. Ja, ja. Du bist exhausted. Das ist ja meine Güte. Ich sag's nochmal, Obsession. Okay. Ich leg mich hier hin, okay? Schlafen. Quite the day, huh? I'm ready to pass out. Where will you sleep? Oh, I'll be up for a while. My mind's simply racing. Don't stay up late. Wake me if you hear the Fretlands arriving. Of course. And I'll keep my eyes open for any ghosts that might want to haunt you in your sleep. There are no. Hush now. Ich mag sie wirklich gern.